Moin Moin, herzlich Michael und willkommen zum Bundesliga-Tipp, 27. Spieltag. Ja, eigentlich wäre heute wahrscheinlich der Relegationstipp gewesen, aber nun ja, ne, 2 Monate Pause waren dazwischen, viel ist passiert. Schauen wir mal, wie der neue Bundesliga-Tipp sein wird. 27. Spieltag, 2. Spieltag nach der Pause. Los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel findet statt zwischen der Hertha und dem 1. FC Union Berlin. Ja, beides Berliner Clubs. Derby-Time, Stadt-Derby-Time. Ja, ohne Fans natürlich, alle Samtspiele jetzt ohne Fans, dadurch, dass eben momentan das mehr Geisterspiele jetzt geben wird. Aber solange die Saison durchgespielt wird, ist, glaube ich, alles gut. Wobei, man weiß nie. Das kann auch heute wieder der letzte Spieltag sein. Das werde ich in jedem Tipp wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit sagen. Es könnte immer der letzte Spieltag sein. Stadtderby. Im Hinspiel hat Union Berlin ganz knapp gewonnen. Fans waren hellauf begeistert. Im Rückspiel hätten wir wahrscheinlich, wenn es auch mit vielen Fans dabei gewesen wäre, ein hochinteressantes Spiel gehabt. Ein Berliner Derby, was definitiv interessant geworden wäre. Ne? Weil eben die Hertha im Hinspiel verloren hat. So, bei den Berlinern neuer Trainer. Klar, im letzten Spieltag war auch schon der neue Trainer. Bei den Berlinern, klar. Bei der Hertha, neuer Trainer. War auch im letzten Spieltag so, aber im letzten Spieltag haben wir ja keinen Bundesliga-Tipp gehabt, also zumindest den nicht, ne, weil ich den letzten vom 26. Spieltag genommen habe. Mit dem neuen Trainer funktioniert es so plötzlich. Die Hertha hat gewonnen und das relativ häufig gegen die TSG. Ja, jetzt gegen Union Berlin, wie wird das da laufen? Die Berliner haben gegen die Bayern verloren. Okay, die Bayern sind wahrscheinlich ein anderer Maßstab. Dennoch denke ich mal, dass die Hertha sich revanchieren wird für die Hinrundenpleite und am Ende knapp mit 2:1 gewinnen wird. Vielleicht mögen jetzt einige sagen, ja, aber sag doch mal was auch dazu zu diesem ganzen Corona-Kram, was da so ist, so von wegen Abstand halten und wie auch immer. Ja, ich glaube, das machen andere ausgiebig, da müssen wir jetzt nicht großartig drauf sagen. So. Berlin bei den Hertha, die nehmen das irgendwie interessanterweise nicht wirklich ernst, aber das haben wir ja schon des Öfteren jetzt in der letzten Zeit gesehen, auch am letzten Spieltag. Das nächste Spiel ist das erste Samstagsspiel. Es findet statt zwischen dem SC Freiburg und dem SV Werder Bremen. Ja, bei den Bremern, ich weiß nicht, was die da irgendwie an diesem Spieltag gar gegen Leverkusen am letzten Spieltag gemacht haben. Also das war ja... Also, nee, das hat eigentlich nichts mit erster Liga zu tun, definitiv nicht. Beim SC Freiburg dagegen hat es definitiv was mit der ersten Liga zu tun, gegen Leipzig 1:1 gespielt, wo man sagen hätte können, ja, Freiburg hätte das Spiel sogar gewinnen können. Ja, am Ende ist es eben ein 1:1 gewesen. Jetzt kann man wieder sagen, ja, na, Freiburg kommt wieder zurück, sie schaffen wieder in die positive Spur, lange Zeit waren sie ja nicht in der positiven Spur, jetzt kommen sie wieder zurück. Gegen Bremen gibt es auf jeden Fall den nächsten Erfolg, oder besser gesagt den ersten Erfolg wieder. Freiburg gewinnt mit 2:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Die Wölfe ganz, ganz, ganz knapp noch am Ende gewonnen gegen Augsburg. Ja... Ne, manchmal ist das Glück einen auf der Seite, manchmal eben nicht. Bei Borussia Dortmund, da war das Glück, oder besser gesagt, das Unglück des Gegners auf der Seite. Ne, es hat vieles funktioniert, zwar nicht alles, aber es war eben auch viel Pech bei Schalke und dementsprechend hätte Dortmund auch gut und gerne höher gewinnen können im Derby, was mich extrem gewundert hat, dass die auch dann nicht irgendwie nochmal richtig Vollgas gegeben haben. Schließlich ist es ein Derby und im Derby ist ein bisschen immer was anderes. Am besten den Gegner zermalmen, auseinandernehmen und zerfetzen, aber warum auch immer die Dortmunder das nicht so gemacht haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bei dieser Begegnung, denke ich dennoch, wird Dortmund den nächsten Erfolg einfahren und zwar mit einem 3:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SC Paderborn und der TSG Hoffenheim. Ja, für beide Teams lief es am letzten Spieltag eher schlecht. Klar, jetzt könnt ihr sagen da draußen so von wegen, warte mal, Paderborn hat doch einen Punkt geholt und die hatten doch enorm viel Glück eigentlich, dass die Tore, dieser Aluminiumtreffer von Düsseldorf nicht reingegangen sind. Ja, hatten sie, aber leistungstechnisch war das von Paderborn definitiv nicht gut genug. Definitiv nicht. Da muss mindestens noch eine Schippe drauf.
Bei der TSG, ich weiß nicht, also man war so ein bisschen überfordert, dass urplötzlich die Hertha so groß aufgespielt hat. Das ist natürlich die große Frage natürlich, wie wird es jetzt gegen Paderborn laufen? Kann da die Wende kommen oder nicht? Ich denke mal, dass die TSG ganz knapp gewinnen wird. Ein Spiel, wo man sich so denkt, naja gut, so Erfolg muss jetzt nicht sein. Oder besser gesagt, Erfolg muss sein. Und deswegen 1-0 für die TSG. Das nächste Spiel ist mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen. Ja, Euphorie kann sich definitiv breit machen bei Leverkusen. Sie haben deutlich gewonnen gegen Bremen. Okay, wie eben erwähnt, die Bremer eher schwach gewesen. Aber auch gegen schwächere Teams, die an irgendwie einen Tag haben zum Vergessen. Genau die musst du dann aber auch besiegen können. Das haben die Leverkusen da geschafft. Und für Gladbach dagegen, man hat einfach früh die Führung erzielt und früh das Ganze auf ihre Seite gebracht. So, klar, das kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Ne? Für die Fohlen ist das positiv ausgegangen. Jetzt im Spiel gegen Leverkusen wird es interessant. In den letzten Jahren gab es immer wieder Entscheidungen. Immer wieder hat eins dieser beiden Teams gewonnen. Ich denke mal, aber hier in dem Falle wird es ein Unentschieden sein am 1:1. Einige denken wahrscheinlich sich, wie jetzt, 1-1. Ja, doch, tatsächlich. Ich denke mal, beide Teams werden ungefähr gleich stark sein, auch an diesem Tag. Und am Ende gibt es keinen Sieger. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Die ein oder anderen Bayern-Fans werden sich wahrscheinlich an Hinspiel erinnern. Und werden sich denken, ach, dieses Hinspiel, das war ja eine Katastrophe. Ja, das war definitiv eine Katastrophe für die Münchner. Sie sind 1-5 runtergegangen gegen Eintracht Frankfurt, die auch richtig im Flow noch waren. Und jetzt dagegen für Frankfurt es eher Abwärtstrend ist. Also völlig überraschend aus meiner Sicht unten in der Tabelle. Die spielen jetzt dieses Jahr gegen den Abstieg. Oftmals ist es auch so, wenn ein Team in der Europa League oder in der Champions League erfolgreich ist, dass sie in der Liga nicht so erfolgreich sind. Jetzt haben wir aber momentan die Situation, dass Europa League und Champions League ja momentan ausfällt. Könnte Frankfurt jetzt die Wende schaffen gegen den FC Bayern München? Das ist eben die große Frage. Ich denke mal nein. Am Ende gewinnen die Bayern relativ deutlich mit 3-0. Denn die Bayern werden sich rächen für das Hinspiel und das wird man auch von Minute 1 ab ansehen. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg, das erste Sonntagsspiel. Ja, also bei Schalke, ich weiß nicht. Also das ist momentan, nee. Dadurch, dass ich die Frankfurter ja eben gesagt hatte, so, die stehen völlig überraschend da unten, kann ich momentan sagen, Schalke steht momentan völlig überraschend da oben. Die spielen richtig schlecht in letzter Zeit, kassieren regelmäßig gegen die Top-Teams richtige Klatschen, wie jetzt zum Beispiel gegen Dortmund. Irgendwie läuft es nicht so ganz bei Schalke. Jetzt ist natürlich die große Frage gegen den FC Augsburg, die jetzt unglücklich verloren haben gegen Wolfsburg, ob es da die Wende geben wird. Ich sag mal nein, am Ende wird es 0-0. Man kann jetzt sagen, wenigstens ein Punkt aus Schalker Sicht. Aus Augsburger Sicht ist definitiv ein Punkt drinne und man kann noch vorne schauen. Gegen den Abstiegskampf, Punkte holt, mal gucken, wie die anderen spielen. Das nächste Sonntagsspiel findet statt zwischen dem FSV Mainz 05 und RB Leipzig. Im Hinspiel gab es eine riesengroße Klatsche für die Mainzer. Ich selber war völlig überrascht, dass Leipzig so extrem gepunktet hat. Der höchste Sieg der Vereinsgeschichte in der ersten Bundesliga. Natürlich ist hier jetzt die große Frage, könnte man das im Rückspiel ebenfalls nochmal machen? Nee. Die Mainzer hatten an dem Tag wirklich grottenschlechten Tag. Ich denke mal, alleine mit der Motivation, die sie gegen Köln gesammelt haben, nach einem 2-0 Rückstand doch nochmal zurückzukommen, wenn sie Leipzig nicht nochmal irgendwie negativ verwerten. Alleine, weil auch Leipzig große Probleme schon hatte gegen die Freiburger. Ich denke mal, trotzdem wird Leipzig das Spiel gewinnen mit 3-1. Aber ein Spiel, wo man eher so denkt, so, ja, 1-0, glaube ich, wäre dann auch in Ordnung gewesen. Und ja. Das nächste und letzte Spiel des Spieltages findet statt zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Ja, das hätte man theoretisch gesehen auch als persönliches Topspiel sehen können. Wollte ich auch, hab aber dann gedacht so, naja,
Nein, Düsseldorf hat nicht gewonnen am letzten Spieltag. Sie haben unentschieden gespielt. Ein Unentschieden, wo du dir denkst, so viel Pech zu haben, ist echt blöd gelaufen. Beim ersten FC Köln eine 2-0-Führung aus der Hand zu geben, also da ist es auch nicht so toll gelaufen. Jetzt im Derby, im Rivalenduell, ist natürlich die große Frage, wer da vielleicht die Oberhand gewinnen kann. Für Düsseldorf geht es ja noch darum, den Klassenerhalt zu holen. Jetzt mag der eine oder andere sagen, so von wegen, warte mal, Moment mal, Klassenerhalt, also du hast getippt, dass Bremen verliert und dass Paderborn auch verliert. Das heißt doch nicht Klassenerhalt. Also 16. Platz heißt noch nicht sicher abgestiegen, aber auch noch nicht sicher dabei. Wer weiß, wie lange die Saison läuft, ne? Weil einige sagen, ja, wenn die Saison abgebrochen wird, gibt es 2 feste Auf- und 2 feste Absteiger. Das hieße, Düsseldorf bleibt doch drinne. Ja, und genau dahin müssen sie arbeiten. Wer weiß, wie lange die Saison läuft. Und deswegen ist es eben wichtig, auch gegen Köln zu punkten, was sie aber am Ende nicht schaffen werden. Am Ende gewinnt der erste FC Köln mit 2-1. Dieses Mal werden sie nicht die 2-0-Führung aus der Hand geben. Dieses Mal werden sie die über die Zeit retten. Das waren meine Tipps für diesen 27. Spieltag. Ihr könnt natürlich gewohntermaßen auch in meiner Tipprunde natürlich mitmachen. Die ist immer noch aktiv. Die wird auch bis Ende der Saison aktiv bleiben. Und wir sehen uns hoffentlich dann zum 28. Spieltag wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann ja, halt nicht. Bis dann. Eine gute Zeit und ciao.